Hallo Leute, es geht weiter mit Dust in Illusion Tale. Ja, ich bin hier immer noch auf dem Bauernhof, weil ich hier gut speichern konnte. Aber die Frage ist, was wir denn jetzt so als nächstes tun wollen? Denn wir haben noch einige Missionen, die wir machen müssten. Zuletzt haben wir die Kette vom Opa wieder besorgt, die da unten hingeflogen ist. Und davor waren wir in Schlammingen. Da könnten wir natürlich jetzt als nächstes das mit der Puppe mal versuchen. Steht das hier, genau, eine bessere Fidget. Smobob, genau, die wollte nämlich da unten eine bessere Fidget. Dafür müssten wir eigentlich nur wieder in das Dorf gehen. Hier. Da gehen wir einfach mal hin. Und quatschen mit dem Ladenhändler. Der müsste doch hier irgendwo sein. Ich weiß gerade nicht, wo der Laden ist. War der nicht irgendwo oben? Lalala. Da ist er doch. Und da gehen wir mal rein. Welcome back. Was verkaufst du denn? Hast du Kinderspielzeug? Do you sell children's toys? Or more specifically, Nimbat dolls? A Nimbat doll? You mean like your flying friend there? I don't believe we have anything like that in stock. But I aim to please. I'm certain I could craft one for you, assuming I had the proper materials. Let me see. With some cotton, fabric and dye, I'm certain I could make a wonderful Nimbat doll for you. I gotta say, Dust, I'm feeling a little uneasy about this whole thing. What's to feel uneasy about, Fidget? You're adorable. I think I might have him make another Fidget doll that I'll just hang on to. Forever. I don't know you anymore. Ah, excellent. You brought all the materials. Would you like me to make the doll now? Ach so, wir haben sogar alles beieinander. Wunderbar. Ja, dann mach mal. Wonderful. Now, if your companion will just lie down on this fabric. Hey, you're not tracing me. Oh, well, I do need some sort of measurement. We don't see many Nimbats around here. Here, give me a pen. I'll draw it myself. Ah ja, Fidget. Ja, klar. Okay, there. Done. See how well I've captured every nuanced curve. Ja, wunderschön, Fidget. So schön, dass ich direkt einen Screenshot gemacht habe. See? You can use this to measure your doll. It's perfect. No, it really isn't. Actually, oh, wie gemein. It's the worst drawing I've ever seen. Oh, fies. Just shut up and make this stupid doll. Okay, okay. Just give me a moment. Some cotton here, a few stitches there. Maybe a little more cotton up there in the head area? I don't think you're accurately capturing the pure size of Fidget's head. My head is just fine. You're the ones wearing those stupid hats. Maybe you two could form a stupid hat club. Oh, Fidget ist böse. And voila! Another happy customer. And I even had enough material to make an extra... Cool. No, I wasn't expecting to actually get one. I guess I'll just have to carry it around. Forever. I actually feel bad giving one of these ugly things to Smobop, but here we go. Forever. I'm not talking to you anymore. Ich wollte die Puppe sehen. Ich finde das doof, dass man die nicht sehen kann. Finde ich ein bisschen schade. Was kann man denn... I have the best selection you'll ever find. Das glaube ich dir. Alles klar, hier kann man gucken. Was es noch so gibt. Gesundheit heilt Verstummung. Davon habe ich einen, davon habe ich gar nichts. Ist aber auch nicht gerade günstig. Hm. Ja, holen wir uns noch mal so ein Törtchen. So. Thank you for coming in. Gern geschehen. Jo, alles klar. Dann müssen wir natürlich jetzt wieder zurückgehen. Nach Schlammingen. Piep. So. Wie komme ich denn da hin? Ach ja, es sind ja die Zeremonienhöhlen. Okay, dann gehen wir da so hin. Und ich werde auch direkt angegriffen. Das ist schön, da freuen wir uns natürlich. Riesig. Jetzt muss ich wieder auf die Karte. Nee, das wollte ich gar nicht. Habe ich mir fast gedacht. Oh,
kommt nervig. Ich will natürlich runter. Außerdem müssen wir auch noch die Schäfchen einsammeln. Ah, da will ich ran und für dieses gelbe Dingsbums brauche ich eigentlich nur... Ja, irgendjemand hat mich als Freund hinzugefügt, das ist ja nett. Mitten in der Aufnahme. So. Nee, die war das nicht. War die nicht unten, das Mädel? Damit wir gleich zur Puppe können? War die hier unten? Ach, ich komme hier sogar durch. Aha. Nee, jetzt sind wir ja ganz woanders wieder. Mensch, wie mache ich das immer? Hier sind die Zeremonienhöhlen. Gerade eben sind wir aber nicht hier angekommen. Das war woanders. Ja, und eigentlich wollte ich das Schaf auch haben. Okay, gehen wir einfach mal weiter. Lassen wir uns mal überraschen. Hier waren wir nämlich auch noch nicht und die Hauptquest muss ja auch noch gemacht werden. Von daher muss ich... Oh Gott, das ist echt nicht ungefährlich hier, merke ich gerade. Da komme ich nicht durch. Vielleicht finden wir auch hier noch Schafe, wer weiß. Glaube ich aber eher nicht. Was ist das? Ach, das sind diese Dinger, wo ich aufpassen muss. Oh Gott, ja. Lieber schnell weiter. Sieht aus wie so der Mund von irgendeinem Tier. Wie als wenn wir hier in so einer Monsterhöhle. Das ist bestimmt... Nein. Nein. Das ist bestimmt der Weg. Das Schaf. Guck mal, ein Schaf. Seht ihr... Oh Gott. Und ich darf nicht hochspringen. Aber da oben war noch so ein Bombending. Komm her. Das reicht nicht. Machen wir mal von hier. Von hier geht. Aua. Es tut weh. Aua. Gleich sterbe ich, ganz ehrlich. Nee, die reichen nicht so. Ich nehme echt mal so ein Hähnchen. Oh, das hätte ich auch nicht nehmen sollen. Und ein Brezel. So, die Brezel sind gut. Super, es geht schon wieder los hier. Wo soll denn das explodieren? Na, da ja wohl nicht. Aber da auch nicht. Wo soll ich das denn überhaupt hinbringen? Speichern wir mal einfach hier. Hä, wo sollte ich die denn hinbringen? Jetzt gehe ich doch gerade wieder zurück, das will ich doch gar nicht. Irgendwas soll man ja wohl damit anfangen können. Vielleicht ist das ja sogar die Bombe, die ich nehmen soll für oben. Da ist sie nämlich wieder. Ich glaube, die muss ich nach oben... Muss ich die nach oben bringen? Geht das? Oh ja, das geht. Das ist gut. Ey! Ach so, ich muss aufpassen, dass die nicht kaputt geht. Alles klar. Dann komme ich nämlich auch zum Schaf. Komm mal mit. Gut, ich weiß wenigstens jetzt, was ich zu tun habe. Nicht dahin. Ja, das war's schon wieder. Die darf nicht so nah ran. Scheiße. Boah, das ist echt schwer.
Das ist voll schwer. Wie soll ich denn das machen? Muss ich sie echt so ein bisschen navigieren? Bis hier. Bis hier. Bitte komm her. Hallo? Nein. Scheiße. Scheiße. Okay, wie weit muss sie denn überhaupt hin? Was mache ich, wenn ich sie hier habe? Dann muss ich sie hier hinbringen? Ja, wie weit soll ich sie denn bringen? Das kann doch nicht sein. Ist doch viel zu weit. Jetzt bin ich doch ein bisschen irritiert. Ob das so richtig ist? Hm. Wieso piept denn das schon wieder? Es hat doch schon gepiept. Einmal piepen reicht ja wohl. Aua, ich bin ganz unkonzentriert hier. Da passieren mir schon wieder so Sachen. Mensch, das darf doch nicht sein. Ja, ist okay. Genau dann, wenn ich komme, muss es natürlich explodieren. Das checke ich jetzt nicht mit der Bombe. Hm. Weil hier links ist nichts, wo sie hin soll. Ich gehe doch nochmal nach rechts, ob ich irgendwas... Es muss ja einen Grund geben, wieso man hier überhaupt so nach rechts auch gehen kann. Da vielleicht nicht lang, aber hier... Blub. Aua. Ich glaube, hier war ich dann ja doch noch nicht, oder? Auch wenn... Also ich meine, ja, hier habe ich schon gespeichert, ist mir klar, aber... Vielleicht sieht das hier unten einfach nur genauso aus, mit dem Strom. Ich glaube, hier war ich doch noch gar nicht. Da ist so eine Schatzkiste oder so. Nee, hier war ich noch nicht. Ach. Voll das Labyrinth, ganz ehrlich. Aber diese Bombendinger, die können hier nicht unten durch, oder? Also diese Traum, ach, ich weiß gar nicht, wie die heißen. So, was hat mir das jetzt gebracht, dass ich hier lang kann? Gar nichts. Doch, ich kann hier nach links. Aha. Wieder so ein Weg hier, wo ich nicht durch kann. Oh Gott, es geht immer tiefer in den Schlund. Voll der Sturm hier. Ist doch komisch. Oh. Was ist das jetzt hier? Huch, wo sind wir denn? Oh, wir sind ja an einer besonderen Stelle hier anscheinend. Seitschritt in der Hocke verfügbar. Halte gedrückt und A. Ah. Okay. Okay, können wir hier so voll cool da rum? Ach, und jetzt können wir hier auch durch. Ja, das ist ja gut. Ich wollte gerade sagen, warum kann man hier überall nicht lang? Das ist doch total Panne. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Shit, jetzt muss ich nochmal die Runde laufen. Blöd. Gehen wir mal hier weiter. Ach, eine Schatzkiste. Sehr gut. Juhu. Und ganz viele Brezeln und so Zeug.
Und eine Notiz natürlich, darf die Notizen nicht vergessen, rein ins Dunkle. Welcher Höhlenforscher, der noch ganz bei Trost ist, würde so weit nach unten vorstoßen? Niemand, außer ein paar mürrischen Höhlenbewohnern, grässlichen Monstern und explodierenden Dingen. Außerdem habe ich herausgefunden, dass ich das Wort Höhlenforscher mag. Ah, ja. Ja, okay, das andere hatten wir schon. Dann ist ja toll, dass wir das jetzt können. Damit ermöglichen wir uns wahrscheinlich auch viel bessere neue Wege, wenn ich mich nicht ständig hier fitschelt. Hör doch mal auf jetzt. Du siehst doch, ich will nach oben und nicht nach unten. Auch wenn es nach unten gehen natürlich viel einfacher ist, als nach oben zu gehen. Ich schon wieder hier kurz vorm Sterben. Super. Ich wollte gerade... Och, nö. Leck mich, Spiel. Leck mich. Scheiße. Habe ich das Schaf jetzt eigentlich schon? Ja, ne? Ich will auch da oben gerne hin. Wie komme ich da oben hin? Ja, erst wenn ich meine Fertigkeit habe. Die habe ich jetzt noch nicht. Blöd. Holen wir uns die mal schnell. Ja, also müssen wir hier einfach nochmal nach rechts irgendwo gehen, damit wir da oben durchkommen. Ja, das klappt hier immer, ne? Und da komme ich jetzt auch nicht weiter. Kein Problem. Ab durch den Sturm. Du schaffst es, Dust. Und jetzt nochmal die tolle Stelle. Und wieder komme ich dagegen, ey. Das ist doch unglaublich. Ich bleib schon stehen und mach gar nichts. Ich wäre gerade fast wieder reingeflogen. Ja, komm, nein. Oh, das, nee, das, echt. Ich bin zu blöd. So, jetzt aber, komm. Ach, schön. Endlich geschafft. Jetzt müssen wir aber auch noch mal an die Schatzkiste, ne? Ja, kommen wir nicht drum rum, Leute. Muss sein. Darüber habe ich mich auch gerade schon gefreut. Und die Notizen wollen wir auch nicht verpassen. Ey, ich bin nach unten gegangen, du Blödmann. Yippie. Ob wir wohl genau dieselben schönen Dinge jetzt wieder haben? Ja. Und vielleicht sollte ich auch direkt so ein Brezel mal vernaschen. Sogar zwei. Weil es so schön salzig ist. So. Wenn ich jetzt... Doch, ist doch gut, wenn ich jetzt hier lang gehe, oder? Also... Ich überlege gerade... Nee, warte mal. Bevor ich da mich wieder reinknall, gehe ich lieber nach rechts jetzt, weil wir wollen ja eigentlich auch mehr nach rechts. Ach, wir können da nicht lang, deswegen wollte ich da lang. Okay. Stimmt. Das macht jetzt den Hopser richtig und bring mich nicht ins Verderben. Pass auf. Oh, Gott sei Dank. Geschafft. Juhu, na endlich. Jetzt war die aber doch mehr rechts, ne? Ich dachte, die Kiste wäre da. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich höre sie nämlich schon. Gehen wir mal nach rechts. Na, wo ist sie? Hier nicht. Da oben vielleicht. Wo ist sie denn? Ich höre sie schon.
Komisch. Vielleicht muss ich hier eher lang. Ah, okay, hier kann man auch lang. Vielleicht ist das eher der Weg. Und dann mal nach links jetzt. Ja. There's something in that cage. Quick, get it out. Oh Gott. Ja. Four locks. I'll take a wild guess and say we need four keys. Na toll, wir haben aber nur einen. Shit. Also, was auch immer da drinne ist, wurde ganz schön gut weggeschlossen. Ist es gefährlich oder nicht? Ach, das ist schon ärgerlich. Dann hat man sich jetzt den Weg gemacht und kann aber gar nichts machen. Toll. Ja, gut. Wird trotzdem an der Stelle jetzt speichern. War klar. Ey, wie soll ich den Sprung denn schaffen? Oh, du Spiel, hör auf zu ruckeln, dann komme ich auch in die Stacheln. Das ist super. Hey, das Spiel ruckelt genau jetzt. Warte mal. Krieg dich mal ein Spiel. Dann schaffen wir das vielleicht auch noch. Ich werde hier mich nicht bewegen, solange das hier gerade nicht läuft. So. Ja. Er schlittert auch noch so im letzten Stück immer, ne? Ja, das ist auch gut. Lacht ruhig. Leute, lacht ruhig. Ich lache ja selber schon langsam. Das ist schon ein bisschen albern. Vor allem gehen mir langsam meine Gesundheitssachen aus, wenn das hier so weiterläuft. Ich hab gedrückt. Ich ist doch nicht so, als ob ich hier mit... Stirbst du gleich wieder? Ey, der stirbt mir hier gerade im... Ja, ja. Der wäre mir weggestorben jetzt. Oh. Echt. Konnte ich da nicht nach links auch drunter schlittern? Nee, war nicht hier, war woanders. Oh, das, du nervst mich langsam. Echt, das ist ja wohl echt das... Bescheuert, echt. Ja. Macht Spaß, das Spiel. Auch das macht Spaß. Oh, er war schon da oben. Ey, ich spring schon so derbe vorsichtig. Oh Gott. Es handelt sich um... Ja. Was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Hier kann ich aber durch. So. Toll. Was habe ich jetzt? Du hast Blobs Schlagstock wiedergefunden. Bring ihn nach Schlammingen zu ihm zurück. Ach, das ist gut. Weil, je mehr wir von diesen Quests lösen... desto eher bekommen wir vielleicht auch Schlüssel, damit wir die Truhe öffnen können. Nein. Lasst mich alle in Ruhe. Ja, das war klar. Spring und nimm irgendwas. Ist mir scheißegal. Und sobald wir einen Laden haben, kaufen wir irgendwas. So schlecht habe ich mich ja noch nie in diesem Spiel gefühlt. Das, du machst mich... Mann. So, kommst du jetzt hier endlich mal raus aus der Schneise? Ich
Ich bin nämlich wieder nach Schlammingen. Oh, ein Laden. Ja, den brauchen wir. Ja, an den komischsten Orten ist der Typ. Ich will so ein Brathähnchen. Nee, und ein Törtchen. Ein Brezel war auch gut. So. Ja, bitte. Tschüss. Ey. Lieber vorsichtshalber mal speichern. Hier könnte ich ja doch an jeder Stelle sterben. Schlammingen, ich komme. So. Genau. Hier will ich lang. Wo ist das Mädel? Da ist sie doch. Smobob. Okay, Smobob. Here's a fidget doll for you. Better than the real thing. Ooh, she's pretty. Here, you can have this. Thanks, Smobop. Bob gave it to me a little while ago. He found it near the surface, I think. Well, thank you. Enjoy your fidget. I love my doll. I love her so much. Love, love, love. Love, love, love. Was haben wir bekommen? Mission abgeschlossen, eine bessere Fidget. Ja, was haben wir bekommen? Hat sie dir zum Dank eine seltsame Kiste gegeben? Was für eine Kiste? Was steckt in dieser Kiste? Im Tausch gegen ihre Puppe hat Smobob dir eine Kiste gegeben, die der verblüffend ähnlich sieht, von der Reed erzählt hat. Bring die Kiste zu Reed im Dorf Aroze. Aha, da ist also die merkwürdige Kiste. Alles klaro. Was ist mit dem Stock? Der Typ war doch, glaube ich, oben. I had you pegged all wrong, stranger. Please, talk to the lady. See if you can get our waters flowing. Ja, ja, das mache ich noch. Aber nicht mehr jetzt. Was, wir können da reingehen? Oh, wir können in ihr Haus gehen. Das wusste ich ja gar nicht. He's sleeping peacefully. Let's leave him alone. Ach so. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass wir in die Häuser gehen können. Das ist ja cool. So, dann husche ich nochmal schnell nach oben zum Opa und gebe ihm seinen Stock wieder. Wenn das denn der richtige Weg ist. Ich glaube aber schon. Da ist er doch. Oh, mistake. You found her. Now I can get back at that good-for-nothing chalk that done busted up my leg. Whoa, hang on, Blop. You'd better not pick any fights in your, condition. Boy, this is a matter of honor and revenge and hitting things with sticks. Tell you what, I'll beat up some trolls for you. Bring me their devilish little fingers. Four of them. No, 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 40. No, 400. My broken leg demands justice. How about I gather 4 Trollk fingers, just for you? Sound good? Ah, now that's my boy! Ih, wir sollen irgendwelche Finger für ihn sammeln. Auch schön. So, jetzt bin ich hier auf der linken Seite. Wo ich auch noch nicht war. Und, oh Gott. Yippie, da geht's auch schon los hier. Ja, Kette zerbrochen. Und nochmal, und ich sterbe gleich, und, ach, wisst ihr was, ich würde sagen, ich mache hier einfach mal an der Stelle einen Cut und besiege die Trolle beim nächsten Mal und guck mal, ob ich vielleicht nochmal irgendwo ein bisschen mehr Zeug kaufe, aber wahrscheinlich auch eher gerade nicht. Ich mache lieber eher gleich weiter. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Part am nächsten Tag. Tschüssi und vielen Dank fürs Reinschauen, und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir doch einen Daumen oder Kommentar. Tschüssi! Oh Gott, er kommt mir hinterher! Er steht da unten in der Ecke und macht Terror. Oh Gott, schnell weg.